Wiedervereinigung, das Wort steht für den deutschen Glücksfall. Der Einigungsvertrag wurde heute vor 20 Jahren unterzeichnet. Der Planwirtschaft der DDR rüberhelfen in die Marktwirtschaft, das war die Aufgabe der Treuhand. Klingt nach Anstand, nach Ehrlichkeit, nach Vertrauen. Die Treuhandanstalt also privatisierte, sanierte, vor allem aber wickelte sie ab. Und das gelegentlich hemmungslos. Denn im untergehenden Sozialismus witterten Spekulanten Schnäppchen. Die Währungsunion im Sommer 1990 kam ihnen dabei gerade recht. Betrüger machten billige Beute. Und die Treuhänder ließen es geschehen. Herbert Klar und Ulrich Stoll über ein Beispiel skrupelloser Geschäftemacherei und ihrer Aufklärung, die auch fast 20 Jahre dauerte. Sommer 1990. Die D-Mark kommt. Eine neue harte Währung für 16 Millionen DDR-Bürger. Auf den Jubel folgt schnell Ernüchterung. Beim Wärmeanlagenbau Berlin hoffte man damals, dass die Firma den Sprung in die Marktwirtschaft schafft. Die Ingenieure Wolfgang Weber und Dieter Stephan hatten hier jahrzehntelang gearbeitet, wollten sogar Teile ihrer Firma übernehmen. Doch es kam anders. Für mich persönlich ist es eine sehr traurige Geschichte, weil davon sehr viele Kollegen, mit denen ich über viele Jahre zusammengearbeitet habe, auf Deutsch gesagt, an die Wand gefahren wurden. Was war geschehen? Die Treuhandanstalt in Berlin soll ab 1990 die volkseigenen DDR-Betriebe privatisieren. In der größten Staatsholding der Welt geben sich die Aufkäufer aus dem Westen die Klinke in die Hand. 8000 Firmen sind im Angebot. Die Wessis hoffen auf Schnäppchen. Auch der Wärmeanlagenbau Berlin soll privatisiert werden. WBB ist damals der größte Hersteller der DDR für Fernwärmetrassen, stellt nebenher Heizgeräte für den Haushalt her. Die Auftragsbücher sind voll. Also vom Personal und von der Technik und von den Werkstätten her waren wir auf jeden Fall super aufgestellt. Wir hatten moderne Produktionsstätten, wir hatten geschultes Personal. Und hätten auch den Umschwung, auf den wir uns hier eingestellt haben, geschafft. Weber und Stephan sind damals überzeugt, die Firma hat genug Rücklagen, um sich auf dem Markt zu halten. Denn im Sommer 1990 besitzt Wärmeanlagenbau Berlin, WBB, Immobilien im Wert von 38 Millionen D-Mark. Barvermögen von 153 Millionen D-Mark. Demgegenüber stehen Schulden von 31 Millionen D-Mark, also ein Substanzwert von mindestens 160 Millionen D-Mark. Doch dieser Substanzwert kann das Unternehmen nicht retten. So sieht das die Treuhand. In ihrem Auftrag soll der westdeutsche Erdölmanager Hans-Peter Gundermann die gesamte Energiewirtschaft der DDR privatisieren, auch den Wärmeanlagenbau. Die Aussichten der WBB 1991 waren nicht gut. Der Übergang zur Marktwirtschaft war sehr zweifelhaft. Sie hatten mit ihren damals noch 1200 Mitarbeitern einen riesen Personalblock am Hals. Sie mussten diesen Personalblock in D-Mark West jetzt bezahlen. Und das war natürlich nur zu vertreten, wenn entsprechende Einnahmen generiert werden konnten. Das war sehr fraglich. Denn nach der Einführung der D-Mark vervierfachten sich die Produktionskosten bei WBB. Absatzmärkte im Osten brachen weg. So bewertete die Treuhand WBB nur nach dem Ertragswert, dem zu erwartenden Umsatz, trotz eines Millionenvermögens auf den Firmenkonten. Zu den wirtschaftlichen Problemen kamen zusätzlich kriminelle Machenschaften. Die WBB-Chefs kungelten mit Kaufinteressenten und rechneten den Wert der Firma systematisch klein. Hier wurde geschwindelt bis zum Gehtnichtmehr. Und wir hatten von der Geschäftsführung die Anweisung, diese Bewertung möglichst niedrig durchzuführen. Und an dem Beispiel des Bauwagens sieht man das eigentlich auch. So ein Bauwagen kostete mal 20.000 bis 25.000 Mark der DDR. Und mit der Wende und der Bewertung der Firma war so ein Bauwagen eben nur noch eine D-Mark wert. Er profitiert davon, der westdeutsche Geschäftsmann Michael Rottmann. Für den Wärmeanlagenbau mitsamt der wertvollen Immobilien zahlt er gerade mal 2 Millionen D-Mark. Rottmann verspricht Großes.
mit modernster Technologie und hochspezialisierten Mitarbeitern Kraftwerke wie Brötchen herstellen. Rottmann kauft den Großbetrieb WBB von der Treuhand über eine Schweizer Firma, die Chematec AG. Die ist in der Energiebranche völlig unbekannt, residiert zeitweise in einem unscheinbaren Wohnhaus. Wie überprüft man einen Kaufinteressenten wie die Chematec AG aus der Schweiz? Gute Frage. Im Endergebnis würde das bedeuten, dass man 8.000 Käufer, und nachher waren es ja sogar 14.000 Käufer, weil die Unternehmen aufgespalten wurden, da hätte man zu jedem Käufer hinfahren müssen und den mit einem Team überprüfen müssen. Aber diese Prüfung war faktisch unmöglich. Wir waren nicht ausgestattet dafür. Und so fällt der Treuhand auch nicht auf, dass der Käufer nicht einmal mit eigenem Geld bezahlt. Das besorgt sich Chematec vorher trickreich bei WBB. Die WBB-Geschäftsführung zahlt an Chematec für Beratungsleistungen 2 Millionen D-Mark. Damit kauft Chematec WBB. Die neuen Eigentümer vergeben aus dem WBB-Vermögen Kredite in Millionenhöhe. 43 Millionen an eine Firma in der Schweiz, weitere 39 Millionen an eine Liechtensteiner Firma. Danach ist WBB zahlungsunfähig. Rottmann wickelt das Unternehmen ab, entlässt die meisten Beschäftigten. Dann verkauft er die WBB-Immobilien. Für die Firmenzentrale in bester Lage in Berlin und für die Produktionsstätten erzielt Rottmann stolze 147 Millionen Mark. Weit mehr, als die Treuhand schätzte. Rottmann kassiert, setzt sich ins Ausland ab. Es ging nur darum, das Unternehmen auszuhöhlen, ja, die Immobilien zu verkaufen, das Geld rauszuziehen. Und da der Personalabbau so rasant weiterlief, war das völlig klar erkennbar. Erst viele Jahre später wird Michael Rottmann in England verhaftet und im Dezember 2009 zu einer mehrjährigen Haftstrafe wegen Untreue verurteilt. Die Firmengelder, fast 200 Millionen Mark, sind verschwunden. Ähnlich wie WBB ergeht es vielen ehemaligen DDR-Staatsbetrieben. Ausgeplündert, abgewickelt, die Belegschaften in die Arbeitslosigkeit entlassen. Auch Weber, Stefan und über 1200 Kollegen von WBB verlieren damals ihre Jobs. Und damit nicht genug. Auch ihre Renten werden um 10-15% gekürzt. Die Treuhand hatte WBB nicht als Produktionsbetrieb, sondern als reinen Dienstleister eingestuft. Die Ingenieure bekommen nicht die ihnen zustehende Ingenieursrente. In der Höhe, wie das nach Einigungsvertrag und nachfolgenden Rechtsvorschriften eigentlich sein müsste. Den Menschen wird dieser Rentenanteil vorenthalten bzw. dauerhaft gestrichen. Die Privatisierung der DDR-Wirtschaft machte 2,5 Millionen Menschen arbeitslos. Einige Geschäftemacher bereicherten sich. Bis heute belasten die Milliardenschulden der Treuhand den Bundeshaushalt. 85 Milliarden Euro Schulden sind bis heute nicht getilgt. Milliarden, die der Steuerzahler auch heute noch, 20 Jahre nach der deutschen Einheit, abzahlen muss. Misstrauen, gerade im Osten, gegen den Staat, Demokratieskepsis, die mag auch herrühren aus den Erfahrungen mit dem Ausverkauf von DDR-Resten. Zur Treuhand empfehle ich Ihnen unsere Dokumentation Beutezug Ost in 2 Wochen am Dienstag, 14. September um 21 Uhr hier im ZDF.